Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. MSV Duisburg gegen 1. FC Köln. Für beide natürlich eine große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Alles möglich. Und von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Ja, da gibt es eine nur. MSV. Unser Club im Revier. Duisburg, unsere Stadt. Hier ist die Aufstellung, so steht die Heimmannschaft heute. Wir Menschen, sehen bei Ihnen heute bleiben dran. Aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Noch immer fängt das Spiel von vorne an. Wir gehen mit euch durchs Feuer und wir feiern jeden Sieg in unserer Arena. Und wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist. Wir werden sehr enorm in der Und los geht's. Sauer. Stoppelkamp. Sieht gefährlich aus. Das sieht durchaus vielversprechend. Könnte die Führung werden. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir doch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Flaggen. Ja, auch am Spielfeldrand, große Freude über diesen Führungstreffer. Klasse Pass, macht er gut. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ja, mit viel Übersicht. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Technik. Da passt er auf und kann klären. Jetzt können Sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Guter Pass. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Hector. Keins. John Córdoba. Jetzt der Schuss. Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Kann er was draus machen? Schöne Flanke jetzt. Da hatte er den zweiten Treffer auf dem Fuß. Dieses Mal ist es nichts, aber eine gute Aktion. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig. Das ist jetzt seine Chance. Córdoba! Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Das war sein Fehler. Und das weiß er auch. Und jetzt muss er aufpassen, dass er sich nicht im restlichen Spiel ablenken lässt.
Weg ist der Ball. Stoppelkamp. Super dieses Zuspiel. Was macht er draus? Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Da kommt der Pass. Macht er gut. Córdoba. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, schwacher Ball hier. Ja, könnte was werden. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Der Ballverlust. Der erste FC Köln hier im Angriff. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Und der Ball lieber wieder zurück. Sauer. Stoppelkamp. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Toller Pass. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Skiri. Keins. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. John Córdoba. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Und das wird nicht sein zweites Tor heute. Nein, gute Gelegenheit, aber er trifft hier nicht. Jetzt ist es gefährlich. Tolles Zuspiel. Der war zu ungenau. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Jetzt vielleicht die Flanke. Hereingabe jetzt. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Skiri. Jetzt der Ballverlust. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Jetzt ist Platz für den Konter. Sie verlieren den Ball. Schöner Pass. Macht er gut. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Pepic. Gefährlich. Und die Flanke. Da kommt der Pass. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre Platz auf außen. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Klasse Pass. So, die Chance jetzt. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung.
Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht der Trainer kein Risiko. Er ist da und kann den Ball hier klären. Klasse Technik. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Modeste. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Viel mit Auge. Vielleicht der Ausgleich. Den hält er völlig ohne Probleme. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Keins. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Da wäre Platz für den Konter. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Tolles Zuspiel. Stoppelkamp. Könnte der Ausgleich sein. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Schönes Zuspiel hier. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, mit viel Übersicht. Noch ist die Chance da. Der ist drin. Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Das zeichnet den Ex-Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinfliegt. Ja, nachdem der Torwart den ersten nicht festhalten konnte, dann reagiert er am schnellsten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und wir gehen in die Verlängerung. Es geht los, die Verlängerung läuft. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Anthony Modest. Oh, toller Pass, gute Aktion. Kann er was draus machen? Ball an den langen Pfosten. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Pass auf den Flügel. Gefährlich! Sieht gefährlich aus. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Skiri, Anthony Modest. Jetzt der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. So langsam wird's gefährlich. Da kommt der Pass. Er macht eine gute Partie, sehr aufmerksamer Auftritt. Das war einfach für den Torwart. Super dieses Zuspiel. Gute Aktion. Was für eine Chance. Das war wieder eine Gelegenheit. Aber sie gehen nicht in Führung. Klasse Aktion. Ball ist weg. Macht er gut. Er holt sich den Ball.
Ja, da machen sie super Druck. Ball ist weg. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Und 7 Minuten sind es hier noch. Sie holen sich den Ball. Kann er was draus machen? Auf den Flügel kommt der Ballbesitz. Und das gibt Abstoß. Schopp. Skiri. Anthony Modest. Klasse Pass. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Stoppelkamp. So, wir gehen ins Elfmeterschießen. Jetzt gilt's. Das Elfmeterschießen beginnt. Richtig spekuliert. Richtig gut gehalten. Der Torhüter hält. Hat aber gar kein Problem mit dem Lupfer. Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Starker Schütze, ganz souverän. Total sicher. Klasse verwandelt. Toll gemacht. Was für ein tolles Tor. Und Tor. Er behält die Nerven. Klasse Parade hier. Kein Tor. Klasse gehalten. Da macht er einfach alles richtig ganz stark. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Da darf er sich feiern lassen. Er hält den Elfmeter, er hält den entscheidenden Elfmeter. Und das sind die Szenen, die jeder Torhüter liebt, von denen er träumt. Beim Elfmeter braucht es hervorragende Reflexe und eine explosive Beweglichkeit. Und dieser Torhüter zeigt, dass er beides hat. Was? Unglaublich, dass man so einen Ball überhaupt halten kann. Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr, wie der Erfolg zustande kam. Ja, und deswegen werden sie auch ganz schnell einen Haken an dieses Spiel machen. Kurz freuen ist okay. Und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie.